Kleidersalon in Aumenau feierte sein einjähriges Bestehen. 60 Gäste versammelten sich in der Fahrgasse 2, um Eva Maria Seufert und ihrem Team zum Geburtstag zu gratulieren. Was vor einem Jahr als Kleiderkammer startete, darf sich heute zu Recht Kleidersalon nennen. Und das finde ich total klasse, passt gut zu uns und mittlerweile ist die Entwicklung auch entsprechend so, dass wir uns als Salon tatsächlich so nennen können. Alleine kann Evi Seufert den Kleidersalon nicht handeln und so freut sie sich über ein tatkräftiges Verkäufer- und Helferteam. Wir haben ein beständiges Team von 7 bis 8 Frauen. Gemischt, Flüchtlinge und auch jetzt hier Ortsansässige, die uns dann immer helfen. Wir haben ja 2-mal in der Woche geöffnet für 2 Stunden. Die Kleidung kommt zum Teil aus dem Umkreis von Aumenau, ja teilweise sogar aus Brechen und wird nach telefonischer Absprache im Kleidersalon abgegeben. Die Kleidung hat sich auch qualitativ sehr verändert. Also wir sind jetzt nicht mehr Anlaufpunkt für Müllcontainer, sondern wir bekommen saubere Kleidung. Wirklich qualitativ gute bis sehr gute Ware. Markenartikel unter Umständen und wir sind also diesbezüglich sehr zufrieden. Was anfangs mit dem Helferkreis Vilmar begann und zur Unterstützung der Flüchtlinge und Neubürger gedacht war, mauserte sich in einem Jahr zu einem Secondhand-Salon, der auch andere anspricht. So kaufen unter anderem auch Eltern von kleinen Kindern hier ein, die nicht ständig für die Spielhosen und Jacken teure Neuware kaufen wollen. Zuerst war es ein bisschen zögerlich, jetzt mittlerweile kommen auch Ortsansässige oder auch drumherum. Zum Beispiel am Dienstag war eine Dame da, die kam aus Obertiefenbach, sogar mit Zeitungsartikel, um das zu dokumentieren, dass sie tatsächlich von da kam und das auch gelesen hat und sie hat auch schön eingekauft und würde gerne wiederkommen. Im Kleidersalon sind gut erhaltene Kleidungsstücke für wenig Geld zu bekommen. Also wir haben zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die kennt sich so ein bisschen im Modebereich aus und die macht es unheimlich gern, so Ensembles zusammenzustellen. Da gibt es zum Beispiel Hosenanzüge mit der passenden Bluse und einem Schal für günstiges Geld. Ne? Und Hosenanzug oder Kostüm will ich mich jetzt nicht festlegen. Mit Bluse und Schal 12 Euro. Oder auch Winterjacken für 6 bis 8 Euro, manchmal 3 bis 5, je nachdem, wie modisch sie halt sind. Und dann halt Kindersachen, das fängt an, Söckchen von 50 Cent bis 2 Euro, 2,50 Euro, mal einen Schneeanzug für 3 Euro. Ne? Und wir entwickeln uns auch immer weiter, entsprechend der Kundschaft, die jetzt auf uns zukommt oder einfach angepasst an die Kleidung, die wir bekommen. Und was ich mir allerdings noch wünschen würde, das wäre, dass sich ältere Herrschaften hierher verlaufen, wenn man so sagen möchte, und auch Männer. Ich glaube, die haben Angst vor der Frauendomäne irgendwie. Der Kleidersalon von Evi Seufert wird durch ehrenamtliche Tätigkeit getragen und so freut sie sich natürlich sehr, wenn sie wie hier von der Kreissparkasse Weilburg und überreicht durch den Filialleiter Ingo Messinger Spenden erhält. Also wir haben anfänglich nur gespendete Regale und eigentlich Regale gehabt. Die waren dann teilweise nicht so schön, dass wir, oder auch zweckmäßig, sagen wir mal so, um dass man da ordentlich Sachen draufpacken konnte. Deswegen haben wir dann uns zusammengetan, haben entweder Regale noch gekauft oder dann halt private Leihgaben daraus gemacht. Ja. Und insofern konnten wir das Ganze auch so ein bisschen homogener einrichten, weil es sah sehr gestückelt aus und mittlerweile haben wir auch Kleiderstände, was mich sehr glücklich macht. Und von daher haben wir also auch dahingehend mehr so das Flair erhalten eines Geschäfts. Eben eines Kleidersalons. Genau. Nach einem Jahr sind alle erfreut über den Erfolg der ehrenamtlichen Tätigkeit. Ein Erfolg, der ab und zu den Salon aus den Nähten platzen lässt. Also manchmal wäre es schon praktisch, wenn wir etwas größere Räumlichkeiten hätten. Aber wir wollen ja nicht undankbar sein.